Dankeschön. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie vom Podium sehr herzlich begrüßen. Sie sehen mich hier in meiner Funktion als Jurist und Abgeordneter, als Rechtsanwender und Teil der Gesetzwerdung. Und ich darf aus diesem Blickwinkel den Bereich des Schwangerschaftsabbruches, der Abtreibung, beleuchten. Ein Thema für die Rechtsordnung war die Abtreibung von Alters her, wenn auch aus unterschiedlichen Motiven und mit uns heute zum Teil fremden gesellschaftlichen Umfeldern. Ganz kurz und oberflächlich ein Blick in die Geschichte. So findet sich eine Erwähnung bereits im Codex Hammurabi, ca. 1700 vor Christus, für den Fall, dass ein Schlag gegen eine schwangere Frau geführt wurde, der einen Abortus zur Folge hatte. Wenn dabei die Frau starb, wurde die Todesstrafe verhängt. Auch das griechisch-attische Recht, aber auch das römische Recht, kannte Bestimmungen, wobei damals die Stellung der Frau eine ganz andere war. Grundsätzlich war Abtreibung möglich, obwohl es in philosophischen Stellungnahmen durchaus davon die Rede war, dass die Abtreibung als Mord zu bezeichnen ist. In der römischen Kaiserzeit dürfte die Abtreibung durchaus üblich gewesen sein, vor allem bei Prostituierten. Andere Quellen berichten von der Todesstrafe für Frauen, die nachweislich eine Abtreibung vornahmen. Unverheiratete Frauen dürften ohne rechtliche Schwierigkeiten Abtreibungen durchgeführt haben. Verheiratete Frauen, die ja unter Anführungszeichen, vielleicht nicht unter Anführungszeichen, Eigentum des Mannes waren, das ist ein Ausfluss der Patria Potestas gewesen, diese hatten Strafen zu fürchten. Im fränkischen Gesatzenrecht unter den Merowingern, der Lex Salica, wurde die Tötung im Mutterleib oder, Zitat, bevor es einen Namen erhalten hat, mit Geldbuße belegt. Im Mittelalter war die Abtreibung generell verpönt. Die übliche Hinrichtungsart war das Ertränken. In neuzeitlichen Gesetzeswerken, die Constitutio Criminalis Karls V. 1532 oder die Constitutio Criminalis der Maria Theresia 1768, hier wird als Hinrichtungsart der Tod durch das Schwert normiert. Erst 1787 wird die Todesstrafe durch Kerkerstrafe ersetzt. 1803 wird der Kerker von 1 bis 5 Jahren normiert. Diese Bestimmung blieb unterbrochen in den Jahren 1938 bis 1945 als Paragraph 144 des Strafgesetzbuches bis 1974 gültig. Gerade in den Tagen, in denen der 100. Geburtstag Bruno Kreiskys allerorts gefeiert und seiner großen Reformen gedacht wird, darf nicht übersehen werden, dass in die Ära Kreisky die sogenannte Fristenlösung fiel, also die Straflosigkeit des Schwangerschaftsabbruches innerhalb der ersten 3 Monate der Schwangerschaft. In der Sozialdemokratie war die Frage des Schwangerschaftsabbruches bereits in der Ersten Republik in unterschiedlicher Intensität Thema, was zu besonderen Blüten führte. Es gab zum Beispiel einen Bund gegen den Mutterschaftszwang, unter dem Vorsitz eines Mannes selbstverständlich. Für die historische Vertiefung darf ich auf eine Schrift von Erich Grissler verweisen, Titel Policy Learning im österreichischen Abtreibungskonflikt, erschienen beim Institut für höhere Studien, IHS, im Jahr 2006. Mit der großen Brodersschen Strafrechtsreform 1974, in Geltung ab 01.01.1975, dem StGB, dem Strafgesetzbuch, wurde der Schwangerschaftsabbruch bis heute gültig geregelt. Der Schwangerschaftsabbruch ist grundsätzlich verboten. Es handelt sich um eine vorsätzliche Tötung, ein vorsätzliches Tötungsdelikt, das nach der Geburt ohne sonderliche Probleme als Mord bezeichnet wird. Bei der Tötung eines Ungeborenen wird dieser Begriff tunlichst vermieden. Die Tötung von ungeborenem Leben ist, was die Strafdrohung betrifft, privilegiert. Andere Tötungsdelikte seien mit der Strafdrohung hier ganz kurz umrissen. Mord, 10 bis 20 Jahre Freiheitsstrafe oder lebenslang. Totschlag, 5 bis 10 Jahre Freiheitsstrafe. Tötung auf Verlangen, 6 Monate bis 5 Jahre. Es geht so weiter. Aussetzung mit Todesfolge, 1 bis 10 Jahre. Oder, was in diesem Kontext vielleicht interessant ist, Quälen oder Vernachlässigen unmündiger, jüngerer oder wehrloser Personen 1 bis 10 Jahre Freiheitsstrafe. Und wie schaut es dazu in § 96 StGB beim Schwangerschaftsabbruch aus? Wer mit Einwilligung der Schwangeren deren Schwangerschaft abbricht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu 1 Jahr. Begeht er die Tat gewerbsmäßig, mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren zu bestrafen. Und eine höhere Strafdrohung gibt es dann, wenn der unmittelbare Täter kein Arzt ist. Die Frau, die den Abbruch der Schwangerschaft selbst vornimmt oder durch einen anderen zulässt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu 1 Jahr zu bestrafen. Hier sieht man schon ein gewisses Ungleichgewicht in der Strafandrohung. Das bedeutet eine durchaus klare Bestimmung in diesem Paragraphen mit einer einzigen Ausnahme. Was bedeutet der Begriff Schwangerschaft?
Darüber kann in erster Linie nur die medizinische Wissenschaft Auskunft geben, aber auch die Religion, die Ethik oder die Philosophie. Und dort sind diese Begriffe höchst umstritten. Wobei eines muss auch klar sein: Das Tatobjekt beim Schwangerschaftsabbruch ist nicht die Schwangerschaft, sondern der lebende Embryo. Diese Frage ist überdies nicht von der Frage des Beginns des menschlichen Lebens zu trennen. Ist es die Verschmelzung von Ei- und Samenzelle? Ist es die Einnistung in die Gebärmutter? Sind es die ersten Synapsen im sich ausbildenden Gehirn, welche diesen Zeitpunkt markieren, im Umkehrschluss zum Hirntod als das Ende des Lebens? Oder ist es gar erst die Geburt des Menschen, welchen ihn zu einem personalen Wesen mit unverletzbarer Würde und allen Rechtsansprüchen und damit absolut schutzwürdig macht? In Österreich wird beim Beginn der Schwangerschaft willkürlich per Definitionem auf die Nidation, also die Einnistung in der Gebärmutter, abgestellt. Die Frage, ab wann das menschliche Leben beginnt, wird hier nicht berührt. Das hat auch Bedeutung dafür, wie die sogenannte Pille danach rechtlich zu sehen ist. Da diese vor der Nidation wirkt, kann sie keinen Schwangerschaftsabbruch bedeuten und scheidet bereits vom Tatbild aus. Es ist ein rechtliches gar nichts. In der Systematik des Strafgesetzbuchs wird folgend in § 97 StGB die Straflosigkeit des Schwangerschaftsabbruches geregelt. Es wird dabei auf die folgenden Rechtfertigungs- bzw. Strafausschließungsgründe für eine erlaubte Abtreibung abgestellt. Zunächst die Fristenlösung. Innerhalb der ersten 3 Monate ohne Angabe von Gründen, wenn zuvor eine ärztliche Beratung erfolgte. Die 3-Monatsfrist wird jedoch unterschiedlich berechnet und eröffnet eine Grauzone. Nach diesen 3 Monaten medizinische Indikation, wenn für die Schwangere durch die Schwangerschaft unmittelbare Lebensgefahr oder die ernste Gefahr einer schweren Schädigung ihrer körperlichen oder seelischen Gesundheit bedeutet. Eugenische Indikation, heute wird der Begriff embryopathische Indikation bevorzugt, wenn die ernste Gefahr besteht, dass das Kind schwer behindert geboren würde, oder Minderjährigkeit, wenn die Schwangere zum Zeitpunkt ihrer Schwängerung noch nicht 14 Jahre alt war. Die rechtliche Einordnung, ein sehr sperriges rechtstheoretisches Thema, ist sehr gut aufgearbeitet in der Broschüre Mensch von Anfang an, herausgegeben von den Doyens der österreichischen Rechtswissenschaften Franz Büdlinski und Theodor Meyer-Mali, anlässlich einer Enquete der Volksanwaltschaft, an deren Zustandekommen der jetzige Clubdirektor des FPÖ-Clubs, Magister Norbert Nemeth, regen Anteil hatte. Anlass für diese Enquete war der bei der Volksanwaltschaft angezeigte Umstand, und jetzt bitte gut zuhören, dass in Wien eine 4. Hauptschulklasse mit Billigung des Wiener Stadtschulrates im Rahmen der Sexualkunde eine private Wiener Abtreibungsklinik ohne Einwilligung der Eltern besuchte. Solche Dinge kommen vor. Dogmatisch scheint lediglich die medizinische Indikation vertretbar. Es handelt sich vergleichbar um eine Art Notwehrsituation, in der ja auch Tötungsdelikte erlaubt sind. Es wird quasi Leben gegen Leben aufgewogen, das Leben der Mutter gegen das Leben des Ungeborenen. Es ergeben sich aber auch bei der medizinischen Indikation Grauzonen, wenn es hier eben heißt, eine ernste Gefahr einer schweren Schädigung der körperlichen oder seelischen Gesundheit. Was bedeutet der Begriff ernst und schwer? Wie genau lässt sich das fassen? Wer stellt das zweifelsfrei fest? Bei der eugenischen Indikation gibt es auch den Begriff ernst. Und schwebt auch hier das Damoklesschwert des zu Recht verpönten Begriffs des lebensunwerten Lebens unter Anführungszeichen über der Diskussion. In Deutschland ist die eugenische Indikation 1995 gestrichen worden, aber nicht als Einsatz für das Leben, auch in Behinderung. Es wird nur der Umweg über die psychische Belastung der Mutter gegangen. Hier möchte man sich eigentlich nur von der Vergangenheit des Dritten Reichs distanzieren, aber in Wirklichkeit kann über diesen Umweg genau derselbe Zweck erreicht werden. Es ist jedoch ein fraglicher Zustand, wenn bis zur Geburt eine Abtreibung aus eugenischen Gründen zulässig ist, die Mutter entscheidet sich in einem Zeitpunkt, wo das Kind bereits lebensfähig ist, zur Abtreibung. Der beratende Arzt gibt einen Termin in seiner Klinik in 14 Tagen, weil ein Kongress oder Skiurlaub bevorsteht. Es kommt zu einer Frühgeburt. Das Kind lebt. Von Gottes Gnaden oder respektive von Gnaden des Terminkalenders des Arztes ein meines Erachtens unhaltbarer Zustand.
Die Abtreibung aufgrund einer Vergewaltigung ist jedoch auch nur in den ersten 3 Monaten möglich. Ausnahme: die seelische Gesundheit der Mutter. Ebenso problematisch die Altersgrenze des 14. Lebensjahres, vor allem wenn der Geburtstag mit dem Beginn der Schwangerschaft knapp beisammen liegt. Problematisch ist natürlich auch die Zustimmung bzw. Nichtzustimmung der Obsorgeberechtigten bei einer unter 14-Jährigen, aber auch bei einer über 14-Jährigen, bei der Zweifel über deren Reife, die Tragweite einer Entscheidung zu erkennen, bestehen, § 146c des ABGB. Wenn sich die Obsorgeberechtigten nicht einigen, ein Gerichtsverfahren mit den bekannten Dauern eingeleitet wird, einstweilige Verfügungen erlassen werden, aufschiebende Wirkungen von Rechtsmitteln eingehalten werden und so weiter, ebenfalls ein unhaltbarer Zustand. Bisher war vom Schwangerschaftsabbruch mit Einwilligung der Schwangeren die Rede. Das StGB sieht auch eine Regelung für den Schwangerschaftsabbruch ohne Einwilligung der Schwangeren vor. Wer ohne Einwilligung der Schwangeren deren Schwangerschaft abbricht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren, hat die Tat den Tod der Schwangeren zufolge mit Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 5 Jahren zu bestrafen. Wie war das eingangs? Bis zu 10 Jahre Strafdrohung, bis zu lebenslänglicher Strafdrohung, 10 bis 20 Jahre Strafdrohung in anderen Delikten. Die Frage, ob hier das Strafausmaß ausreichend ist, ist diskutierenswert. Ich darf auch die Aufmerksamkeit darauf legen, dass eine Privilegierung der Abtreibung durch einen Arzt stattfindet. Einerseits ist es natürlich erwünscht, dass ein Eingriff von einem Arzt ausgeübt wird, um Risiken für die Schwangere hintanzuhalten. Andererseits ist die disziplinäre Auswirkung eines verbotenen Schwangerschaftsabbruches im Rahmen des ärztlichen Standesrechts in den Bestimmungen des Ärztegesetzes oftmals zahnlos oder es dauert sehr lange.